In den Niederlanden und in Belgien wurden die Lootboxen bei Counter-Strike Global Offensive abgeschafft. Und ich möchte heute nochmal mit euch über die Lootboxen reden, weil das langsam Gestalten annimmt, die wir Gamer zu verantworten haben. Es ist sozusagen eine Antwort zu dem Battlefront 2 Video, was ich vor 7 Monaten gemacht habe. In der EU ist eine Glücksspieldebatte entbrannt, nachdem sich viele Spieler über Battlefront 2 beschwert haben. Nun hat der Entwickler Valve, die auch die Plattform Steam betreiben, den kürzeren gezogen und die Lootboxen für Counter-Strike in 2 Ländern entfernt, weil sie die Aufforderung bekam, innerhalb eines Zeitfensters Änderungen im Spiel vorzunehmen, dass kein Glücksspiel mehr existiert. Ich denke, das war noch nicht die Spitze des Eisbergs und viele Entwickler werden Valve folgen. Andere werden sich sicher auch davor sträuben und einfach sagen, wir verkaufen das Spiel nicht mehr in eurem Land. Und das kann ich von den Seiten der Entwickler auf einer Seite sogar gut verstehen. Schon jetzt müssen Spiele wie Wolfenstein umgekrempelt werden, damit keine Nazi-Symbole vorkommen. Und ich möchte nicht wissen, was die Leute bei Bethesda sich dabei denken. Für die wieder, da müssen wir das Spiel anders machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler es ankotzt, Spiele anders zu machen, um sie auch in anderen Ländern zu verkaufen. Und das jetzt mit Wolfenstein ist ja jetzt wirklich nur in Deutschland so. Die Niederlanden und Belgien werden nicht die letzten Länder sein, die sowas durchsetzen. Und die Ironie bei der ganzen Sache ist, finde ich, die Begründung ist, ja, Lootboxen, das ist ja wie ein Casino. Du weißt ja gar nicht, ob du die Sachen bekommst. Trotz des Kaufs eines Vollpreistitels musst du Lootboxen kaufen. Dann steht noch nicht mal fest, ob du das Item bekommst, was du möchtest. Die wahren Leute, die uns jetzt Spielinhalte vorenthalten, das sind die Politiker. Jeder, der sich Lootboxen kauft, sei es in Overwatch, Rocket League oder Counter-Strike, jeder verdammte Käufer einer Kiste weiß, worauf er sich einlässt. Ich weiß, dass in der Kiste 10 Items sind und ich bekomme eins davon. Ich weiß das. Lasst uns doch selber entscheiden, was wir mit unserem Geld anstellen. Ich bin mit den Kritikern genau einer Meinung, dass Spielvorteile in Lootboxen nicht zu suchen haben. Denn dann ist es Pay to Win. Aber kosmetische Items, wie es in meinem Fall jetzt nur bei Rocket League ist. Who cares? Das ist doch egal. Jeder macht, was er will. Wenn ich in ein Videospiel 1100 Stunden verbringe, dann gebe ich auch gerne nochmal 5 Euro aus, um 5 Kisten zu öffnen. Es macht mir sogar wahnsinnig Spaß, mein Auto bei Rocket League zu designen. Ich habe verschiedene Presets. Ich wechsle immer durch. Es macht mir Spaß. Seit einem halben Jahr ist die Lootbox-Debatte am Brennen. Aber schon seit über 10 Jahren beschwert sich noch niemand, dass es monatliche Gebühren bei MMOs wie World of Warcraft gibt. Da beschwert sich niemand. Und da sind die Updates noch nicht mal wöchentlich und sind auch immer noch von Bugs geplagt. Weil die Mehrheit der Spieler nach Battlefront 2 so laut war, wird jetzt gehandelt. Wegen uns. Also nicht wegen mir, aber wegen euch. Wegen den Gamer, die sich darüber beschweren, dass es Spielvorteile, kleinere Spielvorteile und kosmetische Items in den Lootboxen von Battlefront 2 gibt. Das sind Leute, die noch nicht mehr Battlefront 2 gespielt haben. Das waren EA-Hasser. Immer beschweren sich alle, aber spielen und benutzen tun's die wenigen. Wo letztes Jahr auf der E3 noch Lootboxen gefeiert wurden, ist es dieses Jahr komplettes Gegenteil gewesen und man sagte sich, kein Season Pass. Keine Mikrotransaktionen, nur noch kosmetische. Die Entwickler haben reagiert. Aber es wird wieder irgendwas geben, was wieder diesen Kern-Hater antreibt und wieder dagegen zu haten. Ja, es sieht nicht gut aus, wenn ein Spiel zu Release 50 Euro kostet und du nach 2 Stunden 3 Truhen im Inventar hast, die du mit extra Schlüssel, die du dir auch noch kaufen musst, erst öffnen kannst. Ich gebe zu, das ist blöd, aber es ist doch jedem selbst überlassen. Dann trage ich mal nicht die extravagante Robe von Assassin's Creed Origins. Da kann ich darauf verzichten. Oder bei Rocket League. Ich hätte jetzt 3 Jahre lang ohne Lootboxen gespielt und wäre genauso gut wie jetzt. Es macht keinen Unterschied. Lasst uns selber entscheiden, was wir machen wollen. Politiker zensieren unsere Spiele. Und wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, das Thema MMO. Das wäre doch mal ein neues, schönes Thema für die Hater. Wieso bezahlt man monatliche Gebühren für WoW? Und bei Division zahlst du gar nichts. Da zahlst du nur einmal und kannst spielen. Wofür zahlt ihr bei MMOs monatliche Gebühren? Seid ihr bescheuert? Das war mein Wort zum Freitag, den 13. Ich hoffe, ich spreche euch damit an.
Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Meiner Meinung nach immer noch Lootboxen ja, Pay to Win nein. Und dass man jetzt so einen Aufschrei veranstaltet und die Politik sich da einschaltet. Die Zensierung unserer Spiele, im schlimmsten Fall landen die sogar auf der Blacklist und wir können sie gar nicht mehr spielen. Wir Gamer haben das selber zu verantworten. Ich bin jetzt raus. Bis dann.